Moin, liebe Mitbürger. Wie ihr an der Schutzmaske und meinen langen Armen sehen könnt, ist gerade Corona-Zeit. Und wir alle brauchen natürlich Handwerker, die Dinge für uns tun. Das ist alles geregelt vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Jetzt hat mein Vermieter die glorreiche Idee gehabt, Fenster hier zu sanieren. Reine Modernisierungsmaßnahme. Wie ihr sehen könnt, oben unterm Dach sind ein Klebestreifen dran, da sind die neuen Fenster drin. Die sehen jetzt nicht so arg anders aus wie die guten Fenster, die jetzt schon drin sind. Ihr sehen könnt, da oben, der Michael wohnt hier, seine Fenster ausgetauscht wurden. Michael ist etwas älter, starker Raucher gewesen, definitiv Risikogruppe. Naja, mein Vermieter möchte auf die Maßnahmen nicht verzichten, möchte die einfach so durchführen und dann hat sein Anwalt für ihn, um zu bekommen, den unsäglichen Grippevergleich gebracht, den wir alle kennen. Mein Vermieter hält also so offensichtlich nichts von der Solidarität, die von uns allen gefordert ist, um uns gegenseitig vor Ansteckung zu schützen. Er möchte mit ungefähr 5 Mitarbeitern in meine relativ kleine Wohnung, würde dort arbeiten, also potenziell ungefähr die Fläche meiner Wohnung für den Tag verseuchen, während ich da drin wohne. Klingt nach einem super Plan bezüglich des Kontaktverbots. Da wird dann diskutiert über eine Folienwand, aber selbst wenn man da die Folienwand einzieht, die stützt vor Staub, nicht unbedingt vor Viren. Und wer diese Wand anbringt und letztendlich infiziert ist, würde natürlich immer noch wahllos Viren in meiner Wohnung verteilen. Wen kann ich also fragen, was das ganze Thema betrifft? Naja, die entsprechenden Richtlinien für Handwerker vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die ich eben erwähnt habe, habe ich unten für euch verlinkt. Da könnt ihr selber mal reinschauen, wenn ihr Fragen habt oder diese weiterleiten, wenn Freunde von euch ebenfalls betroffen seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Video, wenn es euch gefällt, liked oder weiterverteilt. Jetzt geht es natürlich darum, dass mein Vermieter sagt bei dem Grippevergleich, wenn die entsprechenden Maßnahmen eingehalten werden, was unsere Mandantin sichergestellt hat. Ja, das ist jetzt relativ leicht zu überprüfen. Eine der sowieso vorgeschriebenen Sachen auf Baustellen ist letztendlich eine Gelegenheit zum Händewaschen und Seife. Ganz elementare Dinge, die auch nicht mal viel Geld kosten. Also schauen wir noch mal kurz auf diesen Baustellen, ob dem denn auch so ist und meine Vermieterin, denn wie der Rechtsanwalt behauptet, denn hier für meine Gesundheit und Sicherheit überhaupt Sorge getragen hat. Da gehe ich nicht ohne Schutz drauf. Da schauen wir doch mal, die Frage aller Fragen. Gibt es Seife auf dem Klo? Hey, es gibt Toilettenpapier, also wenn jemand akute Knappheit hat. Oh, es gibt Klosteine. Wurde auch schon benutzt anscheinend. Erzielen ist Glückssache. Wie ihr seht, gibt es hier nicht mal einen Platz, um Seife zu stellen. Und es gibt kein Wasser, keine Möglichkeit zum Händewaschen, gar nichts. Es gibt nichts. Das ist in Zeiten des Corona-Kontaktverbotes. Und wenn man dann in einem Schreiben noch mit irgendwelchen Forderungen für erneutes Anrücken mit dem Kran oder den möglichen Rechtsanwaltskosten bedroht wird, schlicht und einfach völlig daneben. Ein klares Zeichen, was so manche Menschen von Solidarität in diesem Land verstehen. Ich würde mir wünschen, wenn ihr dieses Video liked und entsprechend teilt, damit andere Leute das, was ich hier mit Corona und meinem Vermieter gerade erleben muss, nicht erst durchmachen müssen. Vielen Dank!